Es soll ein gemütlicher Mädelsabend werden. Eine Pyjama-Party zu Ehren von Jeans 46. Geburtstag. Tamla Horsford freut sich schon lange darauf. Freudig verabschiedet sie am Abend ihren Mann und ihre 5 Söhne und macht sich auf den Weg zu ihrer Freundin. Die Frauen haben viel Spaß. Sie trinken Alkohol, schauen Football, spielen Spiele und unterhalten sich. Die Stimmung ist ausgelassen, was auch mehrere Videos und Fotos belegt. Als es später wird, verabschieden sich nach und nach die Gäste. Tamla bleibt über Nacht, ebenso wie ein paar andere. Müde fallen sie alle in ihre Betten, während Tamla noch eine rauchen geht. Nichts ahnt, dass sie wenige Stunden später tot sein wird. Doch was ist geschehen? Hat sich in dieser Nacht ein tragischer Unfall ereignet oder ist der Fall noch viel düsterer, als er anfangs wirkt? Die Gäste der Pyjama-Party verstricken sich in immer mehr Widersprüche, bis man sich schließlich die Frage stellen muss: Haben die anderen Mütter gemeinschaftlich ihre Freundin ermordet? Ein schockierender Fall mit vielen Wendungen, noch viel mehr offenen Fragen. Wem kann man noch trauen und wer sagt hier die Wahrheit? Im heutigen Video sprechen wir über den mysteriösen Tod von Tamla Horsford. Tamla St. Jure wird am 10. Oktober 1978 in Kingstown, der Hauptstadt des Karibikstaats St. Vincent und die Grenadinen, geboren. 11 Jahre verbringt sie dort, bis ihre Eltern sich 1989 entschließen, in die USA auszuwandern. Die kleine Familie zieht in die Bronx, ein Stadtbezirk von New York City, und schafft es dort schnell Fuß zu fassen. Im Alter von 20 Jahren lernt Tamla in Florida ihren zukünftigen Ehemann Leander Horsford kennen. Leander hat bereits aus einer früheren Beziehung eine Tochter, doch Tamla und sie verstehen sich von Anfang an gut. Einige Jahre später ziehen sie wegen eines Jobangebots von Leander nach Georgia. Im Jahr 2018 sind die beiden bereits seit 20 Jahren ein Paar. Sie leben in Cumming, Georgia, einem kleinen Ort mit rund 5000 Einwohnern. Gemeinsam haben die beiden 5 Söhne bekommen. Leanders Tochter ist mittlerweile ausgezogen und erwartet selbst ihr erstes Kind. Tamla gibt ihr Bestes, um für ihre Söhne da zu sein. Besonders Football hat es den Jungs angetan. Und so kommt Tamla nicht drum herum, sich im Footballverein ihrer Söhne zu engagieren. Da sie sich auch gut mit den anderen Müttern versteht, wird sie bald Teil einer Gruppe, die sich selbst die Football Moms nennt. Eine der Mütter ist Jean Mayers. Die Frau, auf deren Geburtstag Tamla sterben wird. Am 3. November 2018 feiert Jean ihren 46. Geburtstag. Sie veranstaltet bei sich eine Pyjama-Party. Geplant ist, den Abend ohne Männer und Kinder zu verbringen, zu feiern und sich das Footballspiel der LSU Tigers gegen Alabama anzuschauen. Auch Tamla ist zu der Feier eingeladen. Sie freut sich sehr auf den Abend und es scheint sie nicht zu stören, dass sie neben Jean kaum jemanden kennt. Tamla ist an diesem Tag noch mit ihren Kindern und ihrem Mann zu Abend, bevor sie sich ihren weißen Pyjama mit grauen Pfotenabdrücken anzieht und sich auf den Weg zu Jean macht. Die Party beginnt um 19 Uhr. Neben Tamla sind noch 8 weitere Frauen eingeladen. Nicole, Sarah, Marcy, Paula, Stacy, Bridget, Jennifer und Madeline, Jeans Tante, die im Untergeschoss des Hauses lebt. Da Jeans Kinder das Wochenende bei ihrem Vater verbringen, haben sie das ganze Haus für sich. Tamla trifft gegen 20.30 Uhr ein. Später widersprechen sich die anderen Gäste, ob Tamla als letztes eingetroffen ist oder ob Paula noch nach ihr kam. Jedenfalls ist die Stimmung bei Tamlas Ankunft bereits ausgelassen. Doch das stört die 40-Jährige nicht. Sie schenkt Jean eine teure Flasche Tequila und findet mit ihrer herzlichen und offenen Art schnell auch bei den anderen Gästen Anschluss. Allerdings mag Jean selbst gar keinen Tequila, weswegen Tamla ihn selbst trinkt. Auch hier werfen die späteren Aussagen der anderen Partygäste Fragen auf. Die Tequila-Flasche ist am nächsten Morgen fast leer.
und laut Jeans Aussage hat Tamla als einzige davon getrunken. Auch die anderen Frauen bestätigen, dass Tamla Tequila getrunken hat. Komisch ist jedoch, dass keine von ihnen Tamla als sonderlich betrunken wahrgenommen hat. Auch Fotos und Videos der Party erwecken nicht den Eindruck, als hätte sie an diesem Abend viel Alkohol getrunken. Bei den Befragungen kann zudem niemand sagen, was die anderen Partygäste an Alkohol getrunken haben, aber jeder scheint sich gemerkt zu haben, dass Tamla Tequila getrunken hat. Die Stimmung scheint den ganzen Abend über gut zu sein. Die Frauen reden, lachen, spielen Cards Against Humanity und schauen das Footballspiel. Zahlreiche Bilder und Videos des Abends belegen das Ganze. Auch Stacys Mann Tom und Jeans Freund José Badera, ein Sicherheitsbeamter der Polizei, sind anwesend. Da die Party ursprünglich jedoch ein Mädelsabend sein sollte, haben sie das Footballspiel zunächst zu zweit im Keller geschafft. Doch in der Halbzeitpause stoßen sie zu der Party dazu. Tom gibt später an, dass er auf der Gender Reveal Party von Stacys schwangerer Schwester gewesen sei und anschließend José besuchen wollte. Es kommt jedoch heraus, dass es eine solche Party überhaupt nicht gegeben hat. Warum Tom in diesem Punkt gelogen hat, bleibt unklar. Da Tamla die Einzige ist, die raucht, geht sie immer mal wieder auf den Balkon. Irgendwann raucht sie einen Joint. Jean ist darüber nicht sonderlich erfreut und bittet sie, mit dem Hinweis darauf, dass José bei der Polizei arbeitet, ihn wieder auszumachen. Danach scheinen sie gut gelaunt weiterzufallen. Tamla facetimet noch mit Leander, ihren Söhnen und ihrer Stieftochter. Sie wirkt fröhlich und ausgelassen und hält das Handy einmal in die Runde, damit die anderen grüßen können. Danach werden noch ein paar Fotos auf der Party gemacht. Auf einem davon sitzt Tamla gut gelaunt auf dem Schoß von Bridget und umarmt sie. Auf manche Betrachter wirkt das Bild allerdings so, als sei Bridget davon ziemlich genervt. Ist die Stimmung auf der Party möglicherweise doch nicht so gut gewesen, wie behauptet wird? Um 23.30 Uhr beginnen die ersten Gäste aufzubrechen. Gegen 1 Uhr ist die Party vorbei und nur noch die Gäste, die auch bei Jean übernachten, sind vor Ort. Jennifer und Jeans Tante Madeline schlafen zu dieser Zeit bereits. Tamla ist traurig darüber, dass die Party schon vorbei ist. Als sie aufbrechen möchte, schlagen Jean und José vor, dass sie doch bei ihnen übernachten können, da das Zimmer von Jeans ältesten Sohn noch frei ist. Tamla willigt nach kurzer Überlegung ein. Bei Jean übernachten neben Tamla noch José, Stacy und ihr Mann Tom, Marcy, Jennifer, Paula und Jeans Tante Madeline, die sowieso mit im Haus lebt. Jean und José gehen gegen 1.30 Uhr ins Bett, sodass nur noch Tamla und Bridget wach sind. Bridget übernachtet nicht bei Jean, wartet aber noch auf ihren Mann Gary, der sie abholen kommt. Tamla ist noch etwas in der Küche. Als Bridget um 1.47 Uhr abgeholt wird, begleitet Tamla sie noch zur Tür und sagt, dass sie noch kurz eine rauchen und sich dann auch hinlegen würde. Die beiden umarmen sich und Bridget verlässt die Party. Laut den anderen Gästen ist von diesem Moment an nur noch Tamla wach. Von daher lassen sich die nächsten Stunden nicht lückenlos rekonstruieren. Was man weiß ist, dass keiner der anderen in dieser Nacht wach geworden ist. Niemand hat einen Schrei gehört und niemand ist etwas Sonderbares aufgefallen. Das wird zumindest so ausgesagt. Doch es gibt auch Beweise, die dagegen sprechen. Jeans Haus ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das immer aufzeichnet, wenn eine Tür im Haus geöffnet oder geschlossen wird. Diese Aufzeichnungen geben die einzigen verfügbaren Hinweise über die nächsten Stunden. Doch die Aufzeichnungen stimmen teilweise nicht mit den Aussagen der anderen Gäste überein. Das Sicherheitssystem meldet, dass um 1.39 Uhr das Garagentor geöffnet wird. Eine Minute später wird es geschlossen und unmittelbar danach erneut geöffnet. Von da an steht es bis zum nächsten Morgen offen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Tamla und Bridget in der Küche. Doch wenn zu dieser Zeit angeblich alle anderen bereits geschlafen haben, wer hat dann das Tor geöffnet? Und warum lässt die Person es die ganze Nacht über offen stehen? Hat sich so eventuell jemand Zutritt zum Haus verschafft? Um 1.47 Uhr wird die Vordertür des Hauses geöffnet und noch in derselben Minute wieder geschlossen. Zu dieser Zeit wird Bridget von ihrem Mann Gary abgeholt. 2 Minuten später wird die Hintertür geöffnet, 1 Minute später wieder geschlossen und 7 weitere Minuten später erneut geöffnet.
Das würde dazu passen, dass Tamla unten im Garten eine Zigarette raucht, die Tür hinter sich schließt und später wieder öffnet, um hineinzugehen. Die Hintertür wird am nächsten Tag angelehnt vorgefunden. Zuvor hat Tamla immer auf dem Balkon im Obergeschoss geraucht. Doch es ist naheliegend, dass sie sich dieses Mal dagegen entschieden hat, da sie Bridget unten zur Tür gebracht hat und wahrscheinlich niemanden wecken wollte, wenn sie nach oben auf den Balkon geht. Diese Tatsache wird für die spätere Rekonstruktion des Abends noch sehr relevant sein. Die nächste Aufzeichnung im Sicherheitssystem zeigt, dass um 4.10 Uhr die Vordertür geöffnet wird. Marcy verlässt zu dieser Zeit das Haus. Sie hat einen neuen Job in der nahegelegenen Mall und möchte noch zu Hause duschen und sich in Ruhe fertig machen. Ihr Dienst beginnt allerdings erst um 10.30 Uhr, weswegen manche Zweifel daran hegen, dass das wirklich der Grund gewesen ist, warum sie das Haus so früh verlassen hat. Um 7.30 Uhr verlässt Paula das Haus und gegen 8 Uhr stehen Stacy und ihr Mann Tom auf und machen sich auf den Weg nach Hause. Jeans Tante Madeline wacht gegen 8.30 Uhr auf und bleibt noch etwas im Bett liegen, bevor sie um 8.45 Uhr in die Küche geht, um sich einen Kaffee zu machen. Dabei schaut sie aus dem Fenster in den Garten und sieht dort Tamla regungslos im Gras liegen. Get the coffee maker started and I went stand by the window and I was just staring out the window and I saw those Dalmatian pajamas. Damn. But I couldn't remember her name. Right. Because that was the first time I'd met her. Mm-hmm. So, I didn't start the coffee. I got on my knees and I said a prayer. And then I ran upstairs and I knocked on the door. And I thought I heard water running, and I thought maybe Jose and Jean were taking a shower. So I went downstairs because I was like thinking, I shouldn't wake up, maybe she's up. So I went downstairs and I looked out the window again, and then it was just like, I couldn't believe my eyes. I was saying inside my head, she's not moving. So then I went knock on the door louder. You never went out there? No. Okay. And that's when I told Jose that I knocked on the door. Jean said, come in, and they were sitting up in bed. And I said, Jose, and I looked at Jean and I said, I just want to talk to Jose. I want him to come downstairs with me. And Jean said, why? What's wrong? And I said, your friend from the islands is laying in the backyard and she's not moving. Die Aussagen, die Madeline bei ihrer ersten Befragung trifft, weichen von den Angaben Jeans ab. Madeline berichtet, dass sie aus Jeans Zimmer das Geräusch der laufenden Dusche gehört habe. Jean hingegen sagt später aus, dass Madeline sie und José geweckt habe und sie sofort gemeinsam nach unten gelaufen sei. Wer von den beiden die Wahrheit sagt, weiß man nicht. Gegen 9 Uhr geht ein Notruf von Jean ein. Sie nennt ihren Namen und ihre Adresse und sagt, dass sie einen Krankenwagen braucht. We had people over last night when we were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking and we just went outside and she's laying face down in the backyard. It looks like I'm guessing maybe she fell off the balcony, but she's stiff. Okay, is she breathing? I don't know if she's face down. Okay. How old is she? At 41. Here, hold on. Hey, this is Jose Ferreira. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just tried to assess her, Tesla. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. Do you know if she, do you see any blood or anything? I don't know if I should move her over. I mean, she's completely face down. Okay, I mean, can you just check and see if she's breathing? If she's not breathing and you know she's gone, then just leave her where she's at. I'm completely not sure. Do you know if she, do you know if she was suicidal at all? I have no clue. I've met her one other time. You know, like my girlfriend said, people were over last night. just, we were at her birthday party. We were not
the woman that we believe to be deceased, but it's my girlfriend's birthday party. Instead of having everybody go out, she had everyone stay in. And she was the last one I saw before everybody, I mean, everybody was typically put off to bed, and she was the last one in the kitchen. She was just either waiting around for a ride or waiting until the morning. Okay. How far is the, where she would have fell from, how far is the deck from the ground? I would probably say maybe 20 feet. Okay. You know, 20 feet from where your feet would be on the railing. The railing itself is maybe 3.5-4 feet. Okay. My girlfriend has cameras here on the back deck that we can check. Okay. That I think would have caught the incident if she fell from here. Again, I don't know. It's hard to say if she fell from the deck or if she was already downstairs. She was the only smoker here. And das Telefonat wirft einige Fragen auf. Besonders auffällig ist, dass José ohne Aufforderung seine Version der Ereignisse und seine Vermutung darüber, wie Tamler gestorben sein könnte, schildert. Gleichzeitig kann niemand mit Sicherheit sagen, ob Tamler noch atmet. José erwähnt zwar, dass er glaubt, dass sie nicht mehr atmet, gibt jedoch auch an, dass sie mit dem Gesicht nach unten liegt, weswegen er das gar nicht zuverlässig überprüft haben kann. Trotz der Ernsthaftigkeit der Situation wirkt José ruhig und gelassen, und niemand scheint es als nötig zu empfinden, einen Versuch zu unternehmen, Tamler wiederzubeleben. Komisch ist auch, dass José Tamler als die Frau, von der wir glauben, dass sie tot ist, bezeichnet, obwohl er ihren Namen kennt. Angesichts seiner beruflichen Tätigkeit bei der Polizei wird sein Verhalten von vielen Seiten kritisiert, da man von ihm erwarten würde, dass er besser darüber informiert ist, wie man in einer solchen Situation angemessen handelt. Um 9.07 Uhr trifft die Polizei bei Jeans Haus an, angeführt von Ermittler Mike Christian. Ungewöhnlicherweise werden die Rettungskräfte erst nach dem Eintreffen der Polizei benachrichtigt. Als sie eintreffen, können sie nur noch Tamlers Tod feststellen. Die Sanitäter sind auch die ersten, die eine genaue Untersuchung von Tamler vornehmen. Zu diesem Zeitpunkt liegt sie immer noch mit dem Gesicht nach unten im Rasen. Weder José, Jean, Madeline oder die Polizisten hatten bisher versucht, Tamler umzudrehen oder Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Es hat auch weiterhin niemand ihre Atmung überprüft. José ist der Einzige, der Tamler kurz berührt hat, als er ihr Bein angehoben hat. Die Position, in der Tamler aufgefunden wird, ist ebenfalls ungewöhnlich und wirft einige Fragen auf. Die Zeugen geben an, dass Tamler mit den Armen und Beinen nah an ihrem Körper im Garten lag, was eine eher untypische Position für einen Sturz ist. Trotzdem beharrt die Polizei am Tatort darauf, dass Tamler vom Balkon gestürzt sein muss. Und in ihrem Bericht wird eine andere Position der Leiche dargestellt. Dort heißt es, ihre Arme seien angewinkelt und nicht nah am Körper gewesen. Ihre Beine seien nach rechts geneigt gewesen. Aber es schien so oder so keine Rolle zu spielen, denn die Polizei schließt den Fall noch am Ort des Geschehens mit der Begründung, dass Tamler betrunken beim Rauchen vom Balkon gestürzt sei. Für sie ist der Fall ganz leicht geklärt. Für viele andere, genau aus diesem Grund, aber nicht. Leander wird von der Polizei über den Tod seiner Frau informiert. Der Polizist sagt ihm, dass es ein Unfall gewesen sei, obwohl zu dieser Zeit noch keinerlei Befragung oder eine Obduktion der Leiche durchgeführt wurde. Die Schnelligkeit, mit der Fall als Unfall eingestuft wird, hat zur Folge, dass viele wichtige Untersuchungen und Ermittlungen ausbleiben. Es werden beispielsweise keine Fingerabdrücke genommen und es werden keine Beweise oder DNA-Spuren gesichert. Auf dem Balkon findet man zwei Feuerzeuge und eine nicht angezündete Zigarette. Die Gäste haben angegeben, dass Tamler die einzige Raucherin gewesen ist. Doch warum sollte sie zwei Feuerzeuge bei sich tragen? Des Weiteren legen die Aufzeichnungen des Sicherheitssystems nahe, dass Tamler vermutlich unten im Garten geraucht hat und nicht oben auf dem Balkon. Wenn Tamler allein auf dem Balkon gewesen und von dort aus in den Tod gestürzt sein soll, muss das also zu einem späteren Zeitpunkt passiert sein.
Die nicht angezündete Zigarette könnte darauf hindeuten, dass Tamler nicht mehr dazu gekommen ist, sie anzuzünden. Die Zigarettenstummel und das zweite Feuerzeug könnten bedeuten, dass sie in Begleitung gewesen ist, was alle bisherigen Annahmen verwerfen und den Fall in ein ganz anderes Licht rücken würde. Doch die Tatsache, dass die Zigarettenstummel nicht weiter untersucht werden und dass nicht weiter in diese Richtung ermittelt wird, macht es nahezu unmöglich, Antworten auf all diese Fragen zu finden. Auch Tamlers Auto wird nicht weiter untersucht, sondern nur zu ihrem Mann nach Hause gebracht. Die Reaktionen der anderen Partygäste auf Tamlers Tod sind sehr unterschiedlich. Madeline beispielsweise äußert ebenfalls ihre Verwirrung über die vielen Ungereimtheiten. Sie sagt: "Ich habe dafür gebetet, dass Gott in diesem Fall einige der Fragen enthüllt, da alles keinen Sinn ergibt." Jean postet einen Tag nach Tamlers Tod einen Beitrag bei Facebook, den sie kurz darauf wieder löscht. In ihm steht: "Samstagnacht hat es einen sehr tragischen Vorfall in meinem Haus gegeben, bei dem wir eine gute Freundin verloren haben. Solange wie die Todesursache noch unklar ist, bitte ich euch, Spekulationen darüber, was passiert sein könnte, zu unterlassen, bis die medizinische Untersuchung die Ergebnisse liefert. Es gab keinen Sturz von meinem Balkon." Der leitende Ermittler Mike Christian führt die Befragung der Gäste durch. Am Tag von Tamlers Tod befragt er kurz alle anwesenden Zeugen gemeinsam. Die einzelnen Befragungen finden erst zwischen dem 9. und dem 20. November statt, also 1 bis 2 Wochen nach der Tat. Rein theoretisch hätten alle Beteiligten so genug Zeit, um ihre Geschichte der Ereignisse anzupassen und abzusprechen. Bei den Befragungen fallen der Polizei keine Besonderheiten auf. Alle Gäste geben an, dass sie einen schönen Abend verbracht hätten und dass Tamler sehr nett gewesen sei. Immer wieder kommt zur Sprache, dass Tamler regelmäßig auf dem Balkon zum Rauchen gewesen sei. Als Teile der Befragung später veröffentlicht werden, fallen zahlreichen Hobbydetektiven Ungereimtheiten auf, die die Polizei nicht weiter zu interessieren scheint. Zum ersten Mal hegt die Öffentlichkeit den Verdacht, dass in diesem Fall möglicherweise die Polizei selbst versucht, ein Verbrechen zu vertuschen. Jennifer sagt bei ihrer Befragung beispielsweise aus, dass sie zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr aufgestanden sei und Madeline in der Küche getroffen habe. Auf ihr guten Morgen habe sie nur ein komisches, abgehacktes Hi zurückbekommen. Jennifer hat zu diesem Zeitpunkt geglaubt, dass Madeline einfach ein Morgenmuffel sei. Doch Jennifers Aussage deckt sich nicht damit, dass Madeline angegeben hat, erst um 8.45 Uhr aufgestanden zu sein. Später gibt Jennifer an, sich mit der Uhrzeit nicht mehr ganz sicher zu sein und nochmal in ihre Textnachrichten schauen zu wollen, um nachzusehen, wann genau sie ihrem Mann geschrieben hat, dass er sie abholen kann. Daraufhin korrigiert sie, dass sie doch erst gegen 8.45 Uhr aufgestanden sei. Alle Einzelbefragungen finden bei Jean zu Hause statt und nicht auf dem Polizeirevier. Jean platzt immer wieder in die Befragung hinein. Und während Madelines Befragung bietet sie den Polizisten sogar Donutgutscheine an. Die Polizisten nehmen Jeans Gutscheine nicht an, aber das Verhalten der 46-Jährigen ist dennoch sehr merkwürdig. Jean klingt sehr distanziert. Statt von Tamlers Beerdigung zu sprechen, sagt sie nur "diese Beerdigung". Auch bei ihrer eigenen Befragung sind ihre Formulierungen teilweise sonderbar. Look, and I just went and got y'all gift cards. Oh, what are you gonna be? Bring them on. I told them I just made them cookies. But then I was told I shouldn't because then it could look bad if I give you something before the case is closed. Oh, well, you better wait. So, and it's very stereotypical, because I figure all cops look like a donut, right? You may have something. Do you need me, or can I go upstairs and get ready for this funeral? Go do your thing. Okay, perfect. Where was Tam gonna sleep? And was she gonna sleep upstairs in my oldest son's room. Did the next morning, did it look like she'd ever made it into the bed? She never made it to the bed. Okay. Well, I'm saying she never made it. It was never mussed up or anything. Right. Because from what we saw, she never went there. Besonders der Satz, sie hat es nie ins Bett geschafft, wirkt auf einige Leute seltsam formuliert. Stacy sagt bei ihrer Befragung aus, dass sie nicht glaubt, dass Tamler vom Balkon gefallen ist. Sie sei schon oft betrunken auf dem Balkon gewesen und nie sei etwas passiert. Außerdem habe sie später sogar nachgestellt, ob man das Gleichgewicht verlieren kann, wenn man sich über die Brüstung lehnt.
Doch da diese so hoch ist, erscheint es ihr als fast unmöglich, dass Temler darüber gestürzt sein soll. Die Polizisten gehen darauf nicht genauer ein, sondern sagen nur, dass so etwas sehr wohl passieren kann. Auch José Barrera widerspricht sich selbst in seinen Aussagen. Bei seiner ersten Befragung gibt er an, Temlers Bein angehoben und so bemerkt zu haben, dass sie schon steif ist. Er habe sie ansonsten jedoch nie berührt. Bei seiner späteren Befragung sagt er aus, dass er sie am Rücken angefasst und ihren Namen gerufen habe. Er sagt auch, dass irgendjemand ihre Arme bewegt haben muss, da sie am Anfang dicht an ihrem Körper gewesen sei. Er erwähnt auch noch einmal, dass es Überwachungskameras gibt und dass die Aufnahmen vielleicht helfen könnten. Am 19. November schickt Jean jedoch folgende E-Mail an den leitenden Ermittler. Mike, das ist das Letzte, was ich habe. Ich muss die anderen gelöscht haben. Ich versuche sie wiederherzustellen, aber ich bin keine Technikexpertin. Doch die Aufnahmen der Kameras bleiben gelöscht. Niemand wird sie jemals zu Gesicht bekommen. Und damit gibt es leider auch keine faktische Wahrheit. In einigen anderen Quellen liest man später, dass es die Aufnahmen nie gegeben haben soll, da die Kameras gar keine Batterien gehabt hätten. Was jetzt wirklich stimmt, ob die Aufnahmen gelöscht wurden oder ob es sie nie gegeben hat, wissen wir nicht. Und die Polizei hat auch keine Bemühungen angestellt, um die Wahrheit herauszufinden. Denn sie geht dem Ganzen nicht weiter nach. Es scheint ihnen egal zu sein. Aber das sind noch längst nicht alle Merkwürdigkeiten. Der Fall wird nur noch mysteriöser. Bei Temlers Abduktion werden keine Fotos gemacht. Das geschieht normalerweise nur, wenn die Ermittler ausdrücklich anordnen, keine Aufnahmen zu machen. Für diese Entscheidung gibt es keine offizielle Erklärung seitens der Polizei. Da Temlers Tod als Unfall eingestuft wurde, wird sie bei der Obduktion nicht auf mögliche Anzeichen einer Vergewaltigung untersucht und es wird nicht nach DNA unter ihren Fingernägeln gesucht. Der Obduktionsbericht besagt, dass Temler eine hohe Alkoholkonzentration im Blut hatte und infolge mehrerer stumpfer Verletzungen gestorben ist. Das unterstützt die Unfalltheorie, weshalb der Fall am 20. Februar 2019 endgültig abgeschlossen wird. Temlers Familie zweifelt an den Obduktionsergebnissen und fordert eine unabhängige Obduktion an. Die Obduktion wird vom GBI, dem Georgia Bureau of Investigations, durchgeführt und zeichnet ein völlig anderes Bild. Laut dem zweiten Bericht weist Temler schwere stumpfe Verletzungen an Kopf, Hals und Oberkörper auf. Sie hat einen gebrochenen Halswirbel, der zu einem Genickbruch geführt hat. Ein ausgerenktes Handgelenk, einen gerissenen Herzmuskel, Schnittwunden im Gesicht, an der Hand, den Unterschenkeln, sowie eine tiefe Wunde am Handgelenk. Es sieht aber nicht so aus, als hätte sie sich die Verletzung selbst zugefügt, sondern so, als hätte ihr eigener Knochen die Haut von innen aufgerissen. Temler hat aber keine gebrochenen Gesichtsknochen, was eher ungewöhnlich dafür ist, dass sie vom Balkon gestürzt und auf ihrem Gesicht gelandet sein soll. Einige ihrer Verletzungen wirken eher wie Abwehrverletzungen bei einem Kampf. Temler hat außerdem 2,3 Promille Alkohol im Blut. Diese Menge scheint mit Jeans Aussage übereinzustimmen, dass Temler fast eine ganze Flasche Tequila allein getrunken hat. Es steht jedoch im Widerspruch zu den anderen Zeugenaussagen, die Temler als zu keinem Zeitpunkt betrunken beschrieben haben. Leander betont allerdings, dass seine Frau viel Alkohol vertragen konnte und es eine Weile dauerte, bis sie betrunken war. Neben THC, das mit dem teilweise gerauchten Joint übereinstimmt, findet sich noch etwas in ihrem Blut. Alprazolam. Das ist ein Wirkstoff, der in Medikamenten wie Xanax enthalten ist. Ein Benzodiazepin zur Behandlung von Angststörungen und Panikattacken. Allerdings nahm Temler normalerweise kein Xanax ein. Es wurde ihr auch nie verschrieben und sie hatte keines zu Hause. Zunächst bleibt unklar, wie Temler an das Medikament gekommen sein könnte. Erst 2021 entsteht eine Theorie darüber, wer Temler Xanax gegeben haben könnte. Chatverläufe von Bridget zeigen, dass ihr Xanax verschrieben wurde und sie ihre Freundinnen damit versorgt hat. Außerdem hat sie ihren Arzt gefragt, ob man durch Xanax sterben könne. Bridget war auch die Person, die Temler als letztes lebend gesehen haben soll. Bei ihren Befragungen hat Bridget immer sehr nervös gewirkt und viel erzählt. Einmal sagte sie beispielsweise, dass ihre DNA sicher überall auf Temlers Pyjama sein muss,
da sie diese zum Abschied umarmt und geküsst hätte. Später gibt Bridget zu, dass sie Zenix dabei gehabt und in der Vergangenheit bereits Jean und Stacy damit versorgt hat. Tamla hätte sie allerdings nie etwas gegeben. In den Augen vieler Menschen macht sie sich mit diesen Aussagen mehr als verdächtig. Aber die Polizei scheint das anders zu sehen. Denn der Fall Tamla bleibt weiter geschlossen und man hält an der Unfalltheorie fest. Tamlas Freundin Michelle geht 2019 mit vielen Informationen an die Öffentlichkeit. Sie teilt auf Social Media die zahlreichen Ungereimtheiten und erwähnt auch, dass viele der Partygäste privat mit dem Polizisten befreundet sind. Einige der Partygäste versuchen Michelle wegen Verleumdung zu verklagen. Doch die Klage wird abgewiesen. Im Februar 2019 kommt an die Öffentlichkeit, dass José Barrera, der als Sicherheitsbeamter ebenfalls bei der Polizei tätig gewesen ist, suspendiert und schließlich entlassen wurde. Das geschah, nachdem Michelle eine Beschwerde gegen ihn eingereicht hat, da José Akteninformationen von Tamlas Fall an die anderen Partygäste weitergegeben hat. Obwohl der Fall nicht in seinem Verantwortungsbereich lag, hat er auf die Akten zugegriffen und sich regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informiert. Doch auch das führt nicht dazu, dass Tamlas Fall neu aufgenommen wird. Im Sommer 2020, als die Black Lives Matter-Bewegung Fahrt aufnimmt, machen Prominente wie 50 Cent und Kim Kardashian auf Tamlas Tod aufmerksam. Dadurch erhält ihr Fall viel Aufmerksamkeit. Und seitdem setzen sich tausende Menschen für eine Wiederaufnahme des Falles ein. Auch ein Brief von dem Anwalt von Tamlas Familie wird im Juni 2020 veröffentlicht. Darin schreibt er, dass viele Zeugenaussagen widersprüchlich sind und dass die Ermittlungen seines Teams stark auf einen Mord hindeuten. Doch aufgrund des Fehlens der Fotos der ersten Autopsie kann er keine definitive Schlussfolgerung ziehen. Viele Leute vermuten, dass die Polizei die Tat aus rassistischen Motiven vertuscht. In Cumming leben fast ausschließlich weiße Einwohner und im Forsyth County Sheriff's Office, dem zuständigen Polizeirevier, hat es in der Vergangenheit bereits mehrere Rassismusskandale gegeben. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Mitarbeiter wegen rassistischer Aussagen entlassen. Im Jahr 2014 ist Chris Shelton aus dem Dienst entlassen worden, nachdem er ein Bild mit einem Kollegen gepostet hat, auf dem sie grinsend als rassistisch geltende Mammy-Puppen in die Kamera halten. Später wird er jedoch von einem guten Freund wieder eingestellt und erhält die Position des stellvertretenden Leiters der Gerichtsmedizin. Der Gerichtsmedizin, die später auch Tamlas Autopsie durchführt. Auch José Barrera kennt die meisten der Polizisten persönlich. Besonders zu Chris Shelton hat er guten Kontakt. Chris leitet außerdem mit einem Geschäftspartner ein Unternehmen für Täterprävention. Stacy und ihr Mann Tom, die ebenfalls auf der Party waren, sind zudem gute Freunde von Chris' Geschäftspartner. Am 28. Juli 2021 wird der Fall durch das GBI aber endgültig geschlossen. Sie sehen keine Hinweise auf Fremdverschulden, trotz der Informationen über Bridget und das Zenix, die während ihrer Ermittlungen aufgetaucht sind. Der ehemalige leitende Ermittler Mike Christian ist mittlerweile aus dem Dienst zurückgetreten. Ihm wird vorgeworfen, polizeiinterne Informationen an mehrere Personen weitergegeben zu haben, darunter auch an Affären, die er neben seiner Ehe hatte. Zwei Frauen haben gegen ihn beim GBI ausgesagt, da er ihnen Informationen über Tamlas Fall zugespielt haben soll. Einer von ihnen schrieb er beispielsweise bei Snapchat, bevor er Leander über Tamlas Tod informierte und machte sich über das Überbringen der Nachricht lustig. Hallo Sir, ich weiß, dass wir uns noch nie getroffen haben, aber ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Frau und die Mutter ihrer 6 Kinder tot ist. Oh ja, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass sie richtig besoffen war, als sie mit dem Gesicht voran im Garten gelandet ist und entweder durch Unterkühlung, Erstickung oder durch Ersticken an ihrer eigenen Kotze gestorben ist. Ich weiß, dass Sie jetzt sicher lustige Vorstellungen haben. Genießen Sie es, Ihre 6 Jungs zu beruhigen, wenn sie völlig durchdrehen. Später schreibt er ihr: Willst du, dass ich rüberkomme und dich vor allen ficken? Ist es das, was du willst, meine kleine Hure? Du möchtest, dass Leute sehen, wie du gefickt wirst? Einige Wochen später schreibt er: Liebe Grüße vom rassistischen Bastardmörder, der alles vertuscht. Wie geht es dir? Es ist ein schöner regnerischer Tag. Gut, um Gräber am Straßenrand auszuheben. Dabei bezieht er sich auf Michelles Rassismusvorwürfe ihm gegenüber.
Die Nachricht ist ein Wortspiel, da Michelle mit Nachnamen Graves, also Gräber, heißt und der das Wort groß schreibt. Das macht man im Amerikanischen eigentlich nur bei Namen von Personen. Weswegen sich die Nachricht so liest, als würde er Michelle gerne am Straßenrand vergraben. Mike gesteht später, die Nachricht geschrieben zu haben. Laut ihm sei das nur Sarkasmus und schwarzer Humor gewesen. Er bestreitet allerdings, Fotos vom Tatort verschickt zu haben. Dieser Vorwurf kam auf, weil eine andere Affäre behauptet hatte, dass er ihr Fotos vom Tatort und von Tamlas Leiche geschickt habe. Mike streitet das zwar ab, doch die besagten Fotos existieren tatsächlich und sie haben sogar ihren Weg ins Internet gefunden. Wer, wenn nicht Mike, sollte es ohne Probleme geschafft haben, an einem Tatort in Gegenwart der Polizei Fotos einer Leiche zu machen? Viele Leute sind überzeugt davon, dass José Barrera an Tamlas Tod schuld ist. Sie vermuten, dass er sie mit Xanax betäubt hat, um sie zu missbrauchen. Dabei sei es zu einem Kampf gekommen, was die Abwehrverletzung erklären würde, die bei der zweiten Obduktion festgestellt wurde. José soll sie laut dieser Theorie getötet und anschließend über die Balkonbrüstung geworfen haben. Dadurch, dass er zu der Zeit bei der Polizei gearbeitet hat, wurde er durch die anderen Polizisten gedeckt und die Partygäste hielten zu ihm aus Angst vor der Macht, die er durch seinen Beruf besaß, und der Sorge, dass er die Schuld auf einen von ihnen schieben könnte. Doch das sind nichts weiter als Mutmaßungen. Eine solche Theorie hat es offiziell nie gegeben und es wurde nie in Josés Richtung ermittelt. Tamlas Ehemann Leander ist sich sicher, dass irgendwann die Wahrheit ans Licht kommen wird. Er geht von einem rassistisch motivierten Mord aus. Meine Mutter und meine Großmutter haben mir schon als kleiner Junge gesagt, egal was passiert, die Wahrheit wird am Ende immer ans Licht kommen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Ich finde den Tod von Tamla Horsford wirklich sehr tragisch. 5 kleine Kinder haben ihre Mutter verloren und ein Mann seine Ehefrau. Und bis heute weiß keiner von ihnen sicher, was ihr zugestoßen ist. Die Umstände rund um Tamlas Tod sind äußerst komplex und mysteriös. Gleichzeitig weiß man aber auch nicht wirklich viel. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und Theorien zu dem Fall. Was denkt ihr, ist wirklich mit Tamla geschehen? Glaubt ihr den Aussagen der anderen Partygäste oder glaubt ihr, dass jemand versucht, etwas zu vertuschen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Das unterstützt auch diesen Kanal. Aktiviert auch gerne die Glocke. So verpasst ihr keine Videos mehr und das Video bekommt kurz nach dem Upload viel Interaktion, was wiederum bedeutet, dass das Video wahrscheinlich Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Solltet ihr mir bei Instagram oder Discord folgen wollen, die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.